Wie konnten diese radikal-islamischen Feuer so nach Deutschland übergreifen? Erstens durch unkontrolliertes Hereinlassen von Abermillionen aus völlig fremdartigen Kulturen. Schuld daran trägt auch die CDU und die heutige linksgrüne Regierung. Im Rückblick sage ich zu diesem ganzen Vorgang, ich persönlich, das war ein Verbrechen, meine Damen und Herren. Und DITIB ist damit nicht einfach nur eine Religionsgemeinschaft. Sie ist vor allen Dingen auch ein politisches Mittel im Portfolio eines Präsidenten, der in unser Land politisch hineinwirkt, und das in hohem Maße desintegrativ, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil Sie in Ihrer Regierungszeit so einseitig auf den Islamismus geblickt haben und andere Bereiche wie der Rechtsextremismus daher so unterbelichtet gewesen sind, dass wir wieder einmal Ihre Versäumnisse aufarbeiten müssen. Und in Ihrem Grundsatzprogramm will sich die Union nun von deutschen Muslimen distanzieren und zwischen guten und bösen Muslimen unterscheiden. Die Union fischt wieder einmal am rechten Rand. Sie erwarteten Ordnungsmaßnahmen. Ich weise darauf hin, dass nach unserer Geschäftsordnung die Erörterung von Maßnahmen des Sitzungsleitungspräsidiums nicht zulässig ist. Das gilt übrigens auch für die Aufforderung zur Beibringung von Ordnungsmaßnahmen. Ich bitte die Geschäftsführer, auch in die Fraktion hineinzuwirken. Sollte sich das fortsetzen, werde ich diese Aufforderungen, diese Rudelbildung sieht auch schlecht aus hier vorne, mit geeigneten Ordnungsmaßnahmen abstellen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 3, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel politischen Islamismus wirksam bekämpfen, ausländische Einflussnahme auf deutsche Muslime zurückdrängen, für die Aussprache eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache erst, wenn sich ein bisschen Beruhigung eingestellt hat. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war Ali Erbas, der Chef der türkischen Religionsbehörde, der sagte, wie ein rostiger Dolch, der im Herzen der islamischen Geografie steckt, hat Israel in den von ihm besetzten Gebieten gegen Muslime auf alle Arten der Unterdrückung zurückgegriffen. Und er sprach an anderer Stelle von einem Völkermord Israels, der auf einem schmutzigen, perversen Glauben basiere. Das ist Herr Erbas, die oberste religiöse Autorität in der Türkei, und er verbindet Vernichtungsfantasien gegen Israel mit einem abstoßenden Antisemitismus. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch ein deutsches Problem. Denn Diyanet ist dem türkischen Präsidenten Erdogan direkt unterstellt, und Erbas ist Chef von rund 1000 DITIB-Moscheen hierzulande bei uns in Deutschland. Und er kontrolliert auch jede einzelne DITIB-Moschee vereinsrechtlich über die Religionsattachés. Und DITIB ist damit nicht einfach nur eine Religionsgemeinschaft, sie ist vor allen Dingen auch ein politisches Mittel im Portfolio eines Präsidenten, der in unser Land politisch hineinwirkt, und das in hohem Maße desintegrativ, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und all dies geschieht unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit und bedroht auch das friedliche Zusammenleben in unserem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese ausländische Einflussnahme, dieser Missbrauch der Religionsfreiheit für politische Zwecke ist gefährlich, und er muss ein Ende haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen will ich auch sagen, mit Blick auf die Vereinbarung, die die Innenministerin heute bekannt gegeben hat, es ist nicht entscheidend, wo die Imame ausgebildet werden. Es ist entscheidend, wer die Imame ausbildet. Und solange Präsident Erdogan und Herr Erbas über DITIB weiterhin die Ausbildungsinhalte bestellen und sämtliche Moscheen in Deutschland steuern und kontrollieren, solange wird sich nichts Grundlegendes ändern. Das ist die Realität. Und nach den Entwicklungen des 7. Oktober muss man es noch einmal betonen. Ich möchte mit Ihrer Erlaubnis zitieren, Herr Präsident. Antisemitisches Gedankengut bildet einen wesentlichen gemeinsamen Nenner in der Ideologie des islamistischen Spektrums. Die Juden werden dabei als eine Einheit wahrgenommen, die weltweit Kontrolle über Politik und Wirtschaft ausübt. Für die Mehrheit der islamistischen Organisationen stellt der Staat Israel das zentrale Feindbild dar. Diese Worte stammen nicht von mir. Sie finden sich im aktuellen Verfassungsschutzbericht. Und deshalb, was ist die Folge? Islamismus zu bekämpfen, heißt auch Antisemitismus zu kämpfen. Und dies müssen wir als gemeinsame Aufgabe begreifen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wissen das, wir haben das Thema Islamismus immer wieder hier in das Parlament getragen. Wir haben die Wiedereinsetzung des Expertenkreises gefordert. Wir haben Maßnahmen gegen Islamismusfinanzierung gefordert und vieles mehr. Alle Anträge hat die
Ampel ausnahmslos abgelehnt, ohne eine einzige eigene Initiative vorzulegen. Und da sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Untätigkeit, dieses Wegschauen im Kampf gegen Islamismus und Antisemitismus, die muss ein Ende haben, die können wir uns auch nicht mehr leisten. Wir kommen mit unserem Antrag auch dem grundgesetzlichen Antrag nach, Muslime in Deutschland vor staatlicher Bevormundung und Aufsicht zu schützen. Religionsgemeinschaften dürfen nicht zum Spielball ausländischer Staaten werden. Wir wollen es nicht zulassen, dass Religionsgemeinschaften in Deutschland aus dem Ausland gesteuert und finanziert werden. Das gilt im Übrigen für alle Religionsgemeinschaften, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen viel mehr Forschung, mehr Prävention, mehr Beratung durch den Expertenkreis und eine Dokumentationsstelle. Das alles muss Gegenstand eines Aktionsplans sein, mit dem wir Islamismus genauso entschlossen bekämpfen, wie wir das auch mit dem Aktionsplan Rechtsextremismus gemacht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Muslime in Deutschland sollen frei und nach ihrer Fasson leben, religiös oder säkular, liberal oder konservativ, aber unbeeinflusst von Extremisten und ausländischen Regierungen. Das ist unser Anspruch und das ist auch unser Ziel mit diesem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege de Vries. Nächster Redner ist der Kollege Daniel Baldi, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, diesen Montag in der Unionsfraktion, was machen wir so diese Woche? Es geht auf die Weihnachtsferien zu, da räumen wir erstmal die Schreibtischschubladen auf und da fallen uns alte Anträge in die Hände, die wir schon vor ein paar Monaten schon mal gestellt haben und da denken wir, ach, ein halbes Jahr später, das fällt ja niemandem mehr auf und Bekämpfung politischer Islamismus, das geht ja immer. Kurzum, da haben wir schon mal ein Thema für diese Woche. Aber der Antrag muss ja dann noch formuliert werden und deshalb übernimmt man dann einfach ein paar alte Punkte hier, ein paar alte Forderungen da. Aber ganz so dreist wollen sie dann auch nicht sein. Aus den Plagiatsaffären haben sie ja dann auch gelernt. Irgendwie will man was Neues machen und da hakt es dann aber leider bei dem Neuen. Und dann hauen sie einfach mal bei Google in die Tasten Presse politischer Islamismus. Und um den Antrag dann noch so ein bisschen auszufüllen, dann nehmen sie einfach sich sage und schreibe 8 Presseartikel, weil ihnen die eigenen Ideen fehlen. Nutzen Sie doch einfach, und das wäre meine Bitte, nutzen Sie die Weihnachtspause, um sich kreativ Gedanken zu machen, statt alte Ideen wie so ein Gulasch immer wieder aufzuwärmen. Ganz ruhig, ich komme zur Sache. Ihre erste Forderung, die ist ja, keine Visa für Personen auszustellen, und ich zitiere, die direkt oder indirekt einem ausländischen Staat unterstehen und gleichzeitig in Deutschland für eine religiöse Vereinigung tätig werden sollen. Und jetzt ist mein Religionsstudium leider schon etwas her, aber ich musste mir dann doch noch mal die Liste der religiösen Vereinigungen in Deutschland in Erinnerung rufen. Und da fand ich ganz spannend, was es da so alles gibt. Da gibt es zum Beispiel Pax Christi, das kennen wir vielleicht alle auch aus unseren Wahlkreisen, eine christliche internationale Organisation der Friedensbewegung. Da gibt es den Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine oder auch die Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Die sitzt sogar hier in Berlin. Das sind 29 Glaubens- und Religionsgemeinschaften, die in einem interreligiösen Dialog sind. Und da kommen natürlich auch mal Gäste aus dem Ausland. Und da haben Sie dann wahrscheinlich gedacht, Moment mal, da machen wir denen die Arbeit schwer. Das haben Sie dann in Punkt 10 gemerkt. Und dass Sie da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Und da räumen Sie dann plötzlich Ausnahmen ein. Und zusätzlich zu den Ausnahmen, die Sie selbst schon in Ihrem Antrag einräumen, fordern Sie dann die Bundesregierung in Ihrem Antrag auf, zusätzlich auch noch mal Ausnahmen zu schaffen, indem man zwischenstaatliche Verträge schließt, die weitere Ausnahmen enthalten. Und am Ende ist Ihr Antrag so ein bisschen wie Ihre Brandmauer gegen rechts. Das sieht von außen, sieht das erstmal so von weitem wie so eine unüberwindbare Hürde aus. Und je näher man hinkommt, merkt man, das sind Schlupflöcher, Ausnahmen, riesige Lücken. Und aus eigener Betroffenheit kann ich sagen, so riesige Lücken wie Ihr Antrag und Ihre Brandmauer gegen rechts hat nicht mal die Abwehr des FC Bundestag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Forderung nach einem vom Ausland unabhängigeren, eigenständigen Islam in Deutschland ist etwas, was auch die SPD unterstützt und was Ministerin Faeser dankenswerterweise auch zum Schwerpunkt der Deutschen Islamkonferenz gemacht hat. Und bereits seit 2016 gab es Gespräche, die Entsendung staatlich bediensteter Imame aus der Türkei
nach Deutschland zu beenden. Und was lesen wir? Sie haben es ja eben zitiert, dann heute Morgen auf der Homepage des BMI, dass genau das nämlich passiert. Die Bundesinnenministerin vereinbart mit der Türkei die Beendigung dieser Imamentsendung. 5 Jahre haben Unionsinnenminister nicht geschafft, was Nancy Faeser und die Bundesregierung jetzt geschafft haben. 100 Imame werden in Zukunft jährlich in Deutschland ausgebildet. Und es macht eben einen Unterschied, wer in Deutschland regiert. Die Union, die nur ankündigt und nie umsetzt, oder eine Ampel, die eben ankündigt und umsetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas Ihnen für die Weihnachtsferien mit auf den Weg geben. Sie haben ja diese Woche den Entwurf für Ihr neues Grundsatzprogramm In Freiheit leben vorgestellt. 2 Sachen dazu. Erstens, wenn Sie schon so mit der Freiheitsliebe sich am Wording der FDP orientieren, dann kann ich nur sagen, offenbar macht die Ampel ihren Job ganz gut, wenn Sie sich so an der FDP orientieren. Und es kann gar nicht so schlimm sein, wie Sie das immer behaupten. Und zweitens, in Freiheit leben, das geht nur in einer Demokratie, wo es eine freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt, die Rechte gewährt und diese eben auch schützt. Und der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat uns ja gerade gestern im Innenausschuss, einige von Ihnen waren ja auch dabei, wenn Sie auch zwischendurch immer wieder geredet haben, so wie jetzt gerade, und da hat er ja noch mal vor Augen geführt, wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland vor allem gefährdet, nämlich Rechtsextreme und die sogenannte Neue Rechte. Und wissen Sie, wie oft in Ihrem Entwurf für das Grundsatzprogramm die explizite Bekämpfung des Rechtsextremismus thematisiert wird? Richtig, nie. Sie sprechen in Ihrem Grundsatzprogramm kein einziges Mal darüber, was Sie konkret gegen Rechtsextremismus in diesem Land tun wollen. Kein Wort über die größte Bedrohung der Freiheit, in der ich lebe, in der Sie leben, in der wir leben und der wir auch in Zukunft leben wollen. Stattdessen reden Sie 10-mal über Islamismus. Und zumindest ich verstehe ein Grundsatzprogramm so, dass es sich eben nicht nur vom tagesaktuellen Geschehen leiten lässt, sondern dass man auch mal entlang langer Linien Ideen aufbringt und auch Antworten darauf gibt. Da ist aber Fehlanzeige in Ihrem Entwurf. Und deshalb mein Wunsch für Sie in die Weihnachtszeit. Schauen Sie bei Plätzchen und einer Tasse Kakao vielleicht doch noch mal in den Entwurf des Grundsatzprogramms rein und überlegen Sie sich dann mit dem gleichen Entwurf, mit dem Sie zu Recht den Islamismus in Deutschland bekämpfen wollen, was Sie ernsthaft gegen Rechtsextremismus tun wollen. Das wäre mein Wunsch an eine Partei, die für sich immer noch offenbar in Anspruch nimmt, auch Volkspartei zu sein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Baldi. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Bernd Baumann, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, diese Bilder gehen nicht mehr aus dem Kopf. Jüdische Frauen und Mädchen aus zahlreichen Wunden, blutend, nackt, ausgezogen, an den Haaren über das Straßenpflaster gezerrt, von johlenden Männerhorden umringt und vergewaltigt, dazu verkohlte und verstümmelte Babys. Bilder so grausam, dass sie die Medien hierzulande gar nicht zu zeigen wagten. Szenen, die diese Männerhorden aber selbst auch noch filmten, als Trophäen. Eine Machtdemonstration und Vorgeschmack auf einen entfesselten politischen Islam, vor dem die AfD immer gewarnt hat. So mancher hierzulande hat sich angesichts dieses Horrors damit beruhigt, das alles sei ja ganz weit weg, tausende Kilometer. Aber auch hier bei uns zu Hause konnte einem das Blut hier in den Adern gerinnen, als Tausende, Zehntausende türkischstämmige, arabischstämmige Männer auf den Straßen tobten, unseren deutschen Straßen, in fast allen großen deutschen Städten. Sie bejubelten die Massaker der Islamisten, feierten auch diese dreckigen Videos. Die fanden das toll. Sie hätten am liebsten selbst mitgemacht, so sah es aus. Tausende von denen haben schon die deutsche Staatsbürgerschaft von CDU und SPD hinterhergeworfen. Wie ekelerregend der ganze Vorgang, meine Damen und Herren. Wie konnten diese radikal-islamischen Feuer so nach Deutschland übergreifen? Erstens durch unkontrolliertes Hereinlassen von Abermillionen aus völlig fremdartigen Kulturen. Schuld daran trägt auch die CDU und die heutige linksgrüne Regierung. Im Rückblick sage ich zu diesem ganzen Vorgang, ich persönlich, das war ein Verbrechen, meine Damen und Herren. Zweitens, beide Regierungen haben jahrzehntelang massiv die großen Islamverbände in Deutschland gefördert und finanziert.
die eigentlichen Brutstätten des politischen Islam und Islamismus. Alle Sicherheitsbehörden haben davor gewarnt. Alle namhaften Migrations- und Islamwissenschaftler wie Necla Kelek, Ahmed Mansour oder Abdel Samad. Letzterer nannte diese Politik eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands. Sie ermächtige wörtlich die Feinde unseres Staates. Das sei eine kulturelle Selbstaufgabe. Recht hat er. Das ist es, was diese Regierung angerichtet haben, meine Damen und Herren. Wenn die Union nun aber, wie sie ja heute behauptet, wirklich eine 180-Grad-Wende machen will und die angebliche Sorge ums Vaterland nicht wieder geheuchelt ist, wenn sie jetzt wirklich rigoros Grenzen schützen, abschieben und den Sozialstaatsmagneten abstellen wollen, mit wem wollen Sie das denn, Herr Merz, Herr Linnemann? Mit wem können Sie das denn umsetzen? Für eine Mehrheit im Bundestag brauchen Sie gut 21 Millionen Wähler. 21 Millionen. Sie haben aber nur 14 Millionen, nach allen Umfragen. 14. Mit wem wollen Sie es also durchsetzen? Mit der SPD? Mit Saskia Esken und Kevin Kühnert? Mit den Grünen? Mit Habeck? Mit Baerbock und Ricarda Lang? Nein, für eine Mehrheit brauchen Sie die Wähler, die seit Jahren genau das wollen, was Sie jetzt vorgeben zu fordern. Und das sind über 10 Millionen. Die wollen genau das. Aber diese 10 Millionen haben jedes Vertrauen in die Union verloren. Die wählen euch nicht mehr. Die stehen heute hinter uns, hinter der AfD. Was die CDU heute hier fordert, geht nur mit uns und diesen 10 Millionen. Oder es geht gar nicht, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin ist die Kollegin Lamia Kadur, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. CDU und CSU haben das Thema politischer Islamismus aufgerufen, mal wieder. Liebe Union, dieses Mal habe ich Ihren Antrag doch mit Interesse gelesen und an einigen Stellen tatsächlich zustimmend genickt. Man merkt, dass Sie sich ein paar mehr Gedanken über dieses Thema gemacht haben. Der Kampf gegen den politischen Islamismus ist auch uns ein Anliegen. Wichtig ist uns hierbei, fair zu bleiben und dafür Sorge zu tragen, dass Unschuldige nicht in einen Sog von Verdächtigungen und Verleumdungen hineingezogen werden. Das macht das Thema politischer Islamismus so kompliziert und anspruchsvoll. Deswegen erschrickt man natürlich, wenn Sie ausgerechnet auf das österreichische Vorbild verweisen, das bekanntlich auf Pauschalisierungen, falschen Annahmen, falschen Ansätzen und auch falschen Absichten nur so strotzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Ihr Antrag ist ein recht undifferenziertes Sammelsurium an Maßnahmen. Nach dem Motto, einfach mal alles reinpacken, was man schon immer mal sagen wollte. Denn eigentlich sollte es um Islamismus gehen und nicht um Antisemitismus. Aber diese Ismen vermischen Sie in Ihrem Antrag und tun so, als wäre das größte Problem von Islamismus der Antisemitismus. Und das ist mitnichten so. Frauenverachtung, Demokratieverachtung, Verachtung von Andersgläubigen, Gewaltlegitimierung und vieles mehr sind seine ideologischen Grundpfeiler. Aber sei es drum. Manche Forderungen in Ihrem Antrag würden wir im Einzelnen tatsächlich unterstreichen. Vielfach sind wir auch schon dabei, sie umzusetzen. Beispielsweise gab es vor kurzem erst die Razzia gegen das Islamische Zentrum Hamburg, worauf wir auch schon seit Jahren drängen. Das Verbot steht aus. Jetzt gerade kam die Eilmeldung, dass 4 mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen worden sind und in den Niederlanden die Anschläge geplant hatten. Aber sehr geehrte Damen und Herren, es sind natürlich auch einige Punkte dabei, denen es an fachlichem Unterbau mangelt. Vieles von dem, was Sie schreiben, wäre sicherlich wünschenswert, aber eben rechtlich nicht umsetzbar. Wie wollen Sie denn etwa gesetzlich fassen, ob jemand indirekt einem ausländischen Staat untersteht? Indirekt ist eh so ein Wort, das außer im Wirtschaftsrecht eher selten in Gesetzestexten zu finden ist. Sie wollen religiöse Einrichtungen bei Einflussnahmen aus dem Ausland nach Verwarnung schließen. Auch da wäre ich in der Sache grundsätzlich bei Ihnen. Die Forderung zielt vermutlich, haben Sie ja gerade auch gesagt, auf die DITIB ab. Aber was wollen Sie denn machen? Den größten Moscheeverein, 900 Moscheegemeinden in Deutschland schließen? Was ist denn damit all den möglichen oder überhaupt den Gläubigen, die beten wollen? Wo sollen sie hin? Wenn Sie so strikte Maßnahmen fordern, müssen Sie auf der anderen Seite auch etwas anbieten. Ihr Fraktionsvize Jens Spahn hatte jüngst gefordert, Deutschland solle Moscheen finanzieren. Man wolle deutsche Moscheegemeinden, nicht türkische. Ja, dann lassen Sie doch hier mal was kommen, liebe Union. Wo sind Ihre Vorschläge? Wir sind bereit. Wo sind die konkreten Vorschläge zur Ausbildung in diesem Antrag? Laut Ihres Antragstitels wollen Sie Muslime schützen. Wie wollen Sie den Schutz schaffen? Wie? Kein Satz dazu in Ihrem Antrag. Stattdessen Schimpf und Schande über den Bericht
des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit. Und dabei war es Ihr Minister Seehofer, der diese Kommission ins Leben gerufen hat, meine Damen und Herren. In einigen Fällen haben wir es auch mit Religionsgemeinschaften zu tun, also anerkannten Religionsgemeinschaften. Und dann wird die ganze Sache ganz schön kompliziert. Denn Religionsgemeinschaften dürfen nicht nur politische Tätigkeiten außerhalb des religiös-geistigen Raumes durchführen, sondern laut wissenschaftlichen Dienst umfasst das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaft sogar das Recht, sich in Organisations-, Glaubens- und anderweitigen Fragen einem anderen Staat unterordnen zu dürfen. Meine Damen und Herren, es ist immer leicht, Forderungen zu stellen, aber da muss man auch gucken, wie das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Nun, wir räumen jetzt tatsächlich auf. Ich bin der Bundesregierung dankbar, dass sie Reformen in der Frage der Ausbildung der Imaminnen und Imame gefunden hat. Seit 20 Jahren diskutieren wir die Frage, wie und wo bilden wir diese Imame aus. Das Bundesinnenministerium hat mit der Diyanet, die dem Präsidenten Erdogan untersteht, eine Übereinkunft geschlossen und wird Teile der Ausbildung durch das Islamkolleg Osnabrück finanziell unterstützen und mittelfristig die Entsendung über die Diyanet damit beenden. Damit wird auch die Fachaufsicht von der türkischen Religionsaufsichtsbehörde auf die DİTİB Deutschland übergeben. Inwiefern die DİTİB bis zum Sommer 2024 in Verantwortung für das Personal und mögliches Fehlverhalten gehen kann, bleibt aus unserer grünen Sicht abzuwarten. Die Kritik an der DİTİB bleibt also weiterhin bestehen. Aber wir müssen ehrlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sein. Wir sollten ihnen nichts erzählen, was wir dann nicht umsetzen können. Auch was die Finanzierung betrifft, muss etwa eine Religionsgemeinschaft laut wissenschaftlichem Dienst grundsätzlich selbst entscheiden dürfen, in welcher Weise sie ihre Finanzverhältnisse gestaltet. Andernfalls würde, Zitat, dem Staat die Möglichkeit eingeräumt, Religionsgemeinschaften von ihren Geldquellen zu trennen und diese faktisch lahmzulegen. Liebe Union, Sie merken, wie Ihr Antrag langsam bröckelt und zerfällt. Und schließlich sind ja Ihre Unterstellungen, wir würden den Islamismus vernachlässigen. Das ist natürlich reiner Populismus. Oder vielleicht fällt es Ihnen tatsächlich nicht auf, weil Sie in Ihrer Regierungszeit so einseitig auf den Islamismus geblickt haben und andere Bereiche wie der Rechtsextremismus daher so unterbelichtet gewesen sind, dass wir wieder einmal Ihre Versäumnisse aufarbeiten müssen. Es kann ja einem wohl kaum entgangen sein, dass wir heute gleich mehrere Parteien haben, die sich mit rechtsextremen und populistischen Tönen überbieten, was dann von ihnen mitunter auch noch verstärkt oder relativiert wird. Wohingegen es bei islamistischen Bestrebungen doch einen ganz klaren Konsens gibt, hier im Haus und auch außerhalb. Nun, meine Damen und Herren, letztlich ist es doch eben so. Ganz ohne Populismus kommen Sie nicht aus. Und das trifft sich ja dann auch ganz gut mit Ihrem Grundsatzprogramm. Der Kollege hat es ja gerade angesprochen. Sie wollen also das Land wieder zurückführen in die 90er und Nullerjahre. Mit Leitkultur und Islam gehört nicht zu Deutschland-Rhetorik. Klar, dass konservative Kommentatoren Land auf, Land ab jubeln und ihr Glück kaum fassen können. Aber zurück in die Vergangenheit, ich komme zum Schluss, war noch nie ein tragfähiges Zukunftskonzept. Das klingt zwar heimelig und streichelt die Seele aller Privilegierten in diesem Land. Aber einen Großteil unserer Bevölkerung lässt es zurück. Und das Volkspartei sollte man doch was anderes verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kantor. Nächste Rednerin ist die Kollegin Linda Teutenberg, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal. Als Verteidiger der offenen Gesellschaft sollten wir deutlich machen, liberal zu sein ist etwas anderes als naiv oder beliebig zu sein und den politischen Islamismus wirksam zu bekämpfen, statt ihn zu unterschätzen. Das ist eine wichtige Herausforderung und der wollen wir uns stellen. Es hat, und ich glaube, das muss in diesen Tagen auch gesagt werden, es ist kein Ausdruck von Weltoffenheit, mit Akteuren und Organisationen des politischen Islam zusammenzuarbeiten. Viele Flüchtlinge und Zuwanderer sind gerade wegen des Allmachtsanspruches des politischen Islam zu uns gekommen. Sie suchen hier Freiheit, sie wollen nicht eingeholt werden von islamistischen Allmachtsansprüchen. Terroranschläge, Bürgerkriege, zerfallende Staaten, Destabilisierung von Staaten, das sind nur einige der Stichworte dafür, was der islamische Staat und ähnliche verwandte Organisationen in der Welt anrichten. Und zugleich gilt, auch Probleme, Konflikte in der Einwanderungsgesellschaft anzusprechen, ist wichtig, gerade übrigens auch um der liberalen und säkularen Muslime willen, die selbst unter diesen Problemen und Konflikten leiden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und
so sehr bei diesen Themen ein Sinn für lange Linien, für langfristige Entwicklungen wichtig ist, es wäre auch gut, keine lange Leitung zu haben, dafür Probleme zu erkennen und sie anzugehen. Und ich finde es eher beschämend und traurig, dass die Ereignisse des 7. Oktober 2023 offenbar bei manchen erst dazu geführt haben, ein stärkeres Bewusstsein zu gewinnen, wie sehr wir hier gegen verschiedene Formen des Extremismus vorgehen müssen. Es gibt eine Radikalisierungswelle, auch im Nachgang dieser schrecklichen Ereignisse des 7. Oktober, die viele Terrorismusexperten in ihrer Dimension für eigentlich noch nicht gekannt halten. Und zugleich sollten wir uns bewusst machen, diese gewaltbereiten Milieus, die würde es ohne einen breiteren gesellschaftlichen Rückhalt und Nährboden, würden die nicht existieren. Und der hat viel mit dem legalistischen politischen Islam zu tun. Deshalb, wir brauchen sehr wohl auch, nach meiner Auffassung jedenfalls, auch Fachgremien zu diesem Thema weiter. Es ist kein falscher Gegensatz zwischen einem Expertenkreis, Fachgremien, weiterer wissenschaftlicher Aufarbeitung dieses Themas einerseits und Prävention, Deradikalisierung andererseits. Gerade weil wir diese Probleme haben, sollten wir uns eher fragen, mehr vom Gleichen ist nicht das richtige Rezept. Auch beim Thema Deradikalisierung, Prävention. Wir sollten uns auch hinterfragen, wie wirksam unsere bisherigen Maßnahmen sind. Beispiele für die Strategie des legalistischen Islam auf unsere Gesellschaft Einfluss zu gewinnen, sind die Anwerbung junger Menschen durch Salafisten, die Abschottung in Parallelgesellschaften und auch Einschüchterung, um Einfluss in der Gesellschaft zu gewinnen. Und die offene Gesellschaft und den freiheitlichen Verfassungsstaat zu verteidigen, das erfordert, ihre Gegner auch als solche zu erkennen und zu benennen. Manchmal fällt es schon am Ersteren, am Bekennen, am Erkennen, aber viel zu oft in den letzten Jahren auch am Benennen. Und da gilt es noch mal ganz deutlich zu sagen, die Religionsfreiheit ist ein wichtiges, ein konstitutives Grundrecht im demokratischen und durch den demokratischen freiheitlichen Verfassungsstaat. Sie darf nicht als Waffe gegen diesen missbraucht werden. Und insofern sollten wir uns auch bewusst machen, uns nicht einschüchtern zu lassen. Der Begriff Islamophobie, der ist als Kampfbegriff erfunden worden, um auch berechtigte Kritik gegen fundamentalistische Kräfte dagegen sie zu immunisieren. Lassen Sie uns die Werte der europäischen Aufklärung gegenüber jedermann vertreten. Und deshalb gilt, Religion und Glaubensgemeinschaften sind zu achten und ihre verfassungsmäßigen Rechte zu garantieren und zu gewährleisten. Das immunisiert sie aber nicht gegen Kritik. Und ein Beispiel dafür, ganz aktuell, auch für die aktuelle Diskussion, ist, dass zum Beispiel religiöses Mobbing an Schulen, das in Neukölln, nicht nur da, aber auch dort seriös festgestellt wurde. Und es gab Projekte dagegen, gerade diese Projekte, denen wurde die Finanzierung entzogen. Und das waren Maßnahmen auf Landesebene. Und darüber müssen wir sprechen, ob wir genug Bewusstsein haben, auch für diese Strategien Einfluss zu nehmen. Und wenn wir jetzt über Imamausbildung sprechen, dann wird es darauf ankommen, dass wir sicherstellen, dass eine Imamausbildung in Deutschland auch eine Imamausbildung für Deutschland ist und wirklich die Inhalte nicht aus dem Ausland beeinflusst werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb, es wurde schon oft gesagt, dass es kein Weiter-so geben kann in diesem Bereich. Das müssen wir jetzt mit Handlung unterlegen. Der Antrag gibt einige Anregungen dafür, aber wir müssen sehr gründlich im Ausschuss darüber debattieren und hinterfragen, was auch rechtlich möglich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der legalistische politische Islamismus, er versucht, unsere freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung auf schleichende Weise auszuhöhlen. Das wollen und werden wir nicht zulassen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegin Teuteberg, ich will Ihnen ausdrücklich ein Kompliment aussprechen für Ihre Rede, weil die Rede hat sich ja in signifikanter Art und Weise unterschieden von den Redebeiträgen der Grünen und vor allem vom Redebeitrag der SPD, weil sie nämlich bereitwillig gezeigt haben, dass sie das Problem sehr schön differenziert sehen und auch bereit wären, daran zu arbeiten, im Gegensatz zu Rot und Grün.
Und ich sage Ihnen, weil man jetzt ja auch mal sehr schön dieses Spannungsverhältnis in der Ampel sieht, dass Dinge so weit voneinander weg sind, dass sie unter Umständen überhaupt nicht zusammengehören, will ich Ihnen, Herr Baldi, mal sagen, weil Sie hier so dickbackig sich hinstellen und Weihnachtswünsche und Weihnachtsgrüße übermitteln. Sie von der SPD und Sie von den Grünen sollten vielleicht mal unter dem Weihnachtsbaum erleben und überlegen, ob es so überhaupt noch weitergehen kann in diesem Land. Was Sie nämlich nicht verstanden haben, und ich richte es jetzt ausdrücklich an Grün und Rot, ist doch, dass wir sehen und spüren, dass sich in unserem Land etwas verschoben hat. Und ich will mal darauf hinweisen, dass das auch die Menschen in unserem Land sehen. Wir haben einen importierten Antisemitismus, der jetzt vor allem nach den Ereignissen im Nahen Osten auf der Straße zutage tritt. Und es ist doch naiv, es wäre doch gar nicht besser, wenn Sie reinrufen. Es ist doch naiv, und so hören Sie sich an, wenn Sie so tun, als würde das alles stattfinden, ohne einen Unterbau. Und dieser Unterbau ist sehr wohl ein sich verbreiteter politischer Islamismus in Deutschland. Und was tut Grün und Rot? Gar nichts. Sie nehmen diese Bilder zur Kenntnis. Wir haben diverse Anträge gestellt in diesem Bereich. Und Sie gehen zur Tagesordnung über. Und das hat Ihre Rede heute auch nicht besser gemacht. Gehen wir mal in die Moscheen in diesem Land nach dem 7. Oktober. Und auch das will ich Ihnen jetzt mal sagen. Wie Sie uns hier abkanzeln, wird diesen Ereignissen nicht gerecht. Sie wissen vielleicht, dass am 7. Oktober in Israel angrenzend zum Gazastreifen ekelerregende Gräueltaten begangen worden sind. In einer Schrecklichkeit und in einer Scheußlichkeit, dass man sie hier eigentlich gar nicht beschreiben mag. Und Herr Baldi, jetzt sagen Sie mir mal, was auch in deutschen Moscheen nach diesen ekelhaften Ereignissen gepredigt worden ist. Und dann frage ich Sie schon, wie Sie sich hier hinstellen können und sich hier 5 Minuten an der Union abarbeiten. Also glaube ich, ach, Kollege Hartmann, Wahnsinn, irgendwann sind Zwischenrufe auch mal verboten, weil sie jegliches Niveau unterschreiten. So. Und noch ein weiteres Ereignis. Dann schauen wir vor einigen Wochen nach Leverkusen. Da werden 2 junge Islamisten im Alter von 14 und 15, das muss man sich mal überlegen, von 14 und 15 festgenommen. Und da drängt sich doch die Frage auf, ob wir hier unter Umständen über die zweite Generation reden. Und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es da schon eine erste Generation gab, die problematisch ist. Also muss ich auch dort doch die Frage stellen, hängt das auch zusammen mit einem mittlerweile institutionalisierten und strukturellen politischen Islamismus in Deutschland? Und dann ist es doch einfach zu wenig, was Sie heute hier zum Besten geben. Dann machen Sie doch mal institutionelle und präventive Demokratie. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort. Horst Seehofer hat dafür zum Beispiel den Expertenkreis politischen Islam ins Leben gerufen. Wer hat ihn abgeschafft? Nennen Sie Faeser. Also Sie sehen sehr wohl, dass dieses Thema schon viel länger ein Thema gewesen ist. Und deswegen sind Ihre Redebeiträge, und es wird jetzt nicht besser, wenn Sie schreien und rufen und so weiter, dass Ihre Redebeiträge heute am Problem völlig vorbeigehen. Ich will Ihnen eines sagen. Die Wahrheit ist für die Grünen und Sie von der SPD. Sie werden politischen Islamismus in diesem Land nicht bekämpfen dadurch, dass Sie sich 5 Minuten an der Union abarbeiten. Und Sie werden ihn auch nicht bekämpfen mit irgendwelchen Stuhlkreisen, sondern Sie brauchen harte Maßnahmen. Darüber sind wir bereit, mit Ihnen zu reden. Das ist das Angebot, nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Gökay Akbulut.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Unionsfraktion hat wieder einmal den politischen Islam auf die Tagesordnung gesetzt. Sie gibt vor, die Einflussnahme von anderen Staaten auf die Muslime in Deutschland verhindern zu wollen. Was sie aber in ihrem Antrag formuliert, ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit, ein Eingriff in die Autonomie der Hochschulen und eine fragwürdige Erweiterung der Kompetenzen des Verfassungsschutzes. Das lehnen wir ab. Seit Monaten schüren CDU und CSU Ressentiments gegen Muslime. Völlig geschichtsvergessen tun Vertreter der Union so, wie Herr Hoffmann vorhin, als sei der Antisemitismus ein importiertes Problem von Muslimen und innerhalb der deutschen Gesellschaft gäbe es keine Probleme mit Antisemitismus. Und in ihrem Grundsatzprogramm will sich die Union nun von deutschen Muslimen distanzieren und zwischen guten und bösen Muslimen unterscheiden. Die Union fischt wieder einmal am rechten Rand. Wir Linke lehnen jede Form des religiösen Fundamentalismus ab, egal von welcher Religionsgemeinschaft. Wir kritisieren seit Jahren die Einflussnahme der Türkei auf den Moscheenverband DİTİB. Dagegen zeigen sich aber Politikerinnen der CDU immer wieder gerne auf lokalen DİTİB-Veranstaltungen. Da gibt es eine Reihe von Listen, die kann ich Ihnen gerne zuschicken. Und CDU-geführte Länder kooperieren beim islamischen Religionsunterricht weiterhin auch mit DİTİB. Der vorliegende Antrag ist daher nur scheinheilig und sollte abgelehnt werden. Für die SPD-Fraktion hat nun Peggy Schierenbeck das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Uns liegt wieder einmal ein Antrag der CDU-CSU-Fraktion vor, der bereits durch seinen Titel politischen Islamismus wirksam bekämpfen, ausländische Einflussnahme auf deutsche Muslime zurückdrängen, einen ganz bestimmten Vorwurf macht. Und was in diesem Titel angedeutet wird, nämlich dass angeblich nicht gehandelt wird, führen Sie dann in Ihrem Antrag konkret aus, angeblich. Es ist von einem Nichthandeln der regierenden Koalition die Rede, von fehlenden Lösungen. Es geht noch weiter. Sie behaupten, dass Islamismus keinen Schwerpunkt bei der Bundesregierung bildet, dass er im Regierungshandeln einfach nicht berücksichtigt würde. Ich bin langsam davon überzeugt, dass dieses Verhalten, negative Behauptungen in die Welt zu setzen, leider zu ihrer Spezialität geworden ist. Und wenn ich mir den Antrag noch mal genau anschaue, dann ist es so ein bisschen ein Rumfort-Antrag. Alles, was rumlag und fort muss, bitte zusammengefasst. Dann bedienen Sie auch diese Dinge, die wir sowieso schon angehen. Also Sie geben uns auch eine... einige dieser Punkte, wenn ich die jetzt aufführe, dann ist das eine ganz wunderbare... Ich mache mal hier weiter. Bevor ich jetzt ganz klar widerspreche, Leute, möchte ich etwas klarstellen. Der politische Islamismus stellt, wie jede andere Form des Extremismus, eine Gefahr für unsere Sicherheit, eine Gefahr für unsere Gesellschaft dar. Extremistische Organisationen haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Diese lehnen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Sie lehnen unsere Grundwerte ab. Diese Gefahr ist uns bewusst und wird von keinem widersprochen. Es muss an dieser Stelle aber auch betont werden, nicht der Islam bedroht den gesellschaftlichen Frieden, sondern bestimmte politische Deutungen des Islams und die daraus abgeleiteten Praxen. Kollegin Schierenbeck, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen De Vries? Nein. Wie jede Form von Extremismus wird auch der politische Islamismus von unserem Staat konsequent bekämpft. Unsere Sicherheitsbehörden haben diesen Bereich im Blick. Wenn sie unsere gesamten Anstrengungen gegen Islamismus nicht anerkennen, dann verhöhnen sie nicht nur die Menschen dahinter, sondern auch die harte Arbeit. Leider wird die aktuelle Situation zur Agitation gegen Musliminnen und Muslime sowie gegen Migrantinnen und Migranten ausgenutzt. In Ihrem Antrag sprechen Sie von Instrumentalisierung von in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten sowie auch davon, dass Einwanderung zu Herausforderungen führt, worauf wir Ihrer Meinung keine Antworten hätten. Da möchte ich an dieser Stelle wieder sagen, wie ich es in jedem meiner Reden auch tue. Denn wir tun eine ganze Menge. Wir sind noch nie so weit gekommen mit der GEAS-Verordnung. Das hat unsere Innenministerin vorangetrieben, wo jahrelang Stillstand war. Wir gehen voran mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir gehen mit dem Chancenaufenthaltsrecht weiter. Wir gehen jetzt das Staatsangehörigkeitsrecht an. Wir haben Grenzkontrollen eingeführt. Wir tun eine ganze Menge. Wir wollen einen von Ausland
unabhängigen Islam der Musliminnen und Muslime. Das ist auch der Schwerpunkt der Deutschen Islamkonferenz, die vor einem Jahr von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in ihrer neuen Phase gestartet wurde. Ihr Ziel ist ein Islam der Musliminnen und Muslime in Deutschland. Vor wenigen Wochen haben die ersten Absolventen des Islamkollegs ihre Zertifikate erhalten. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes konnten angehende Imame sich auf Deutsch ausbilden lassen, und zwar auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist die richtige Richtung. Es muss uns allen dabei vor allem um die wichtige Frage gehen, wie kann man religiösen Fanatismus verhindern? Denn es reicht nicht, populistische Anträge zu schreiben. Wir müssen die Probleme auf den Grund gehen. Meine Kollegin Teudeberg hat es eben schon angesprochen. Es geht um Prävention, es geht um Deradikalisierung. Denn Prävention ist ein wesentlicher Schutz für unsere Demokratie. Die Gründe, aus denen sich Jugendliche und junge Erwachsene dem Islamismus zuwenden, sind häufig ähnlich. Sie fühlen sich in der Gesellschaft nicht integriert und haben keine Zukunftsperspektiven. Sie suchen nach Anerkennung und Identität. In islamistischen Organisationen glauben sie, diese Anerkennung zu finden. Wir wollen, dass sich diese Menschen nicht abwenden, sondern sich als Teil unserer demokratischen Gesellschaft verstehen und unsere Grundwerte anerkennen. Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt ist nun wichtiger denn je. Er ist die Grundlage unserer Demokratie. Ihren Antrag lehnen wir ab. Vielen Dank. Ich erteile das Wort zu einer Kurzintervention an den Kollegen De Vries. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, Frau Schierenbeck und Herr Baldi. Ihre Reden, die Sie heute gehalten haben, sind bezeichnend für die Untätigkeit Ihrer Ampelkoalition im Kampf gegen den Islamismus in Deutschland. Und es ist doch bezeichnend, dass Sie in 10 Minuten Redezeit keine einzige Maßnahme Ihrer Regierung aufzeigen können, wie Sie dem Islamismus in Deutschland Herr werden wollen, obwohl noch gestern in der Sitzung des Innenausschusses der Verfassungsschutzchef Hallenwang ausdrücklich vor der wachsenden islamistischen Bedrohung in Deutschland gewarnt hat. Es steht nichts in Ihrem Koalitionsvertrag. Es stand in den Eckwerten zum Demokratiefördergesetz nichts. Es gibt bis heute keinen einzigen Antrag im Deutschen Bundestag, wie Sie den Islamismus in Deutschland bekämpfen wollen. Und wenn Sie dann uns fragen, was wir gemacht haben, dann will ich Ihnen 2 Dinge sagen. Es war Horst Seehofer und die Union, die den Aktionsplan Rechtsextremismus, den Kabinettsausschuss Rechtsextremismus eingeführt haben. Und so geht man mit Extremismus in Deutschland um. Und das ist genau dasselbe, was wir von Ihnen jetzt in dieser Regierung erwarten. Und wenn Sie dort nicht endlich handeln, auch nach dem 7. Oktober, nach den ganzen abstoßenden Demonstrationen, die wir hier in Berlin und anderswo haben, dann ist das einfach nur fahrlässig, politisch und unverantwortlich. Vielen Dank. Sie haben das Wort zur Erwiderung. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser mit Ihren Aufzählungen. Aber ich sage Ihnen was, wir gehen dagegen an. Wir haben gerade heute, Sie haben es wahrscheinlich auch bekommen, mutmaßliche Hamas-Mitglieder festgenommen. Sie erinnern sich im November an die IZH, an die Großrazzia, die dann auf, in Hamburg, die dann auf 7 weitere Bundesländer ausgedehnt worden ist. Wir tun eine ganze Menge. Sie reden aber nicht darüber, was Sie nicht getan haben. Das tun Sie einfach nicht. Sie gehen in Ihren Anträgen dagegen vor oder tun so, als hätten Sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn ich noch mal auf Ihren Antrag zurückkomme, diese ganzen Links, die mein Kollege Baldi aufgeführt hat, da sind zum Teil Links dabei zu Berichten aus 2019. Und da frage ich mich, das ist ein konkreter Auftrag, dass wir jetzt endlich was tun können, was Sie nicht getan haben, was Sie einfach nicht geschafft haben. Ich schließe die Aussprache.